Im Lebenszyklus der Angiospermen oder bedecktsamigen Pflanzen spielt die sexuelle Vermehrung eine wichtige Rolle. Nur auf diese Weise können Früchte und Samen entstehen. Doch welche Strukturen im Innern der Blüte sind an der Fortpflanzung beteiligt? Und wie entstehen sie? Im Lebenszyklus der Samenpflanzen gibt es einen Wechsel zwischen einem vielzelligen diploiden und einem vielzelligen haploiden Stadium. Das eine Stadium erzeugt jeweils das andere. Die für uns sichtbare Pflanze ist ein vielzelliger diploider Organismus. Sie bildet zwei haploide Organismen, die ebenfalls vielzellig sind. Weil aber diese sehr klein sind, können wir sie von bloßem Auge nicht sehen. Der Embryosack ist das weibliche, vielzellige, haploide Stadium, der Pollen das männliche, vielzellige, haploide Stadium. Im Innern der Blüte durchlaufen diploide Zellen der Mutterpflanze eine Meiose. Das Resultat sind haploide Sporen. Weil die Sporen von der für uns sichtbaren Pflanze erzeugt werden, ist sie der Sporophyt. Aus den Mikrosporen entwickelt sich durch Mitosen der Pollen. Aus der Megaspore geht durch mitotische Zellteilungen der Embryosack hervor. Der Embryosack erzeugt die Eizelle. Und der Pollen produziert die Spermazellen. Die Geschlechtszellen nennt man auch Gameten. Hier werden die Gameten vom Embryosack und dem Pollen gebildet. Deshalb sind das die Gametophyten. Es sind die Gametophyten, welche die Gameten erzeugen und nicht die für uns sichtbare Pflanze. Embryosack und Pollen sind keine Organe der Mutterpflanze, sondern zwei genetisch eigenständige kleine Pflänzchen. Sie unterscheiden sich genetisch sowohl von der Mutterpflanze als auch voneinander. In ihrer Energie- und Nährstoffversorgung bleiben sie aber vollständig von der Mutterpflanze abhängig. Sie machen weder Photosynthese, noch gehen sie auf Nahrungssuche. Bei der Befruchtung verschmilzt die haploide Eizelle mit einer haploiden Spermazelle und es entsteht die diploide Zygote. Aus ihr entwickelt sich über einen Embryo die für uns sichtbare Pflanze. In der Folge konzentrieren wir uns auf die Entstehung des Embryosacks und des Pollens. Der weibliche Gametophyt oder Embryosack entwickelt sich im Fruchtknoten. Ausgangspunkt ist der Nucellus, auch Megasporangium genannt. Ganz generell ist ein Sporangium eine Struktur, die Sporen erzeugt. Hier entsteht im Innern des Nucellus die Embryosack-Mutterzelle oder Megasporen-Mutterzelle. Sie bildet den Startpunkt und entwickelt sich über eine Megaspore zum Embryosack. Der Nucellus wird von sterilen Gewebeschichten umgeben, den Integumenten. Sie erzeugen später die Samenschale, leisten genetisch aber keinen Beitrag zur Folgegeneration. Nucellus und Embryosack-Mutterzelle sind genetisch identisch mit den restlichen Zellen der Pflanze. Ist die Pflanze diploid, dann ist auch die Embryosack-Mutterzelle diploid. Die Embryosack-Mutterzelle durchläuft eine Meiose. In der ersten meiotischen Teilung entstehen zwei haploide Zellen. Am Ende der zweiten meiotischen Teilung liegen vier haploide Zellen vor. Drei dieser Zellen degenerieren und sterben ab. Die vierte jedoch überlebt und entwickelt sich zur haploiden Megaspore. Bei den Tieren wäre das
die reife Eizelle. Bei den Pflanzen hingegen ist das noch nicht die Eizelle. Die Megaspore entwickelt sich durch Mitosen zu einem vielzelligen, haploiden Organismus, dem Embryosac. Eine seiner Hauptaufgaben ist es, die Eizelle zu erzeugen. Bei den Tieren fehlt ein vergleichbares Stadium. Und so entsteht der Embryosac. Zunächst umwachsen die Integumente den Nucellus weitgehend. Die haploide Megaspore durchläuft drei vegetative Zellteilungen. Die drei aufeinander folgenden Mitosen erzeugen 8 haploide Zellen. Sie differenzieren zu den verschiedenen Zellen des vollständig entwickelten Embryosacs. Die beiden Synergiden sind Helferzellen und flankieren die Eizelle. Die Polzellen entwickeln sich nach der Befruchtung zum Endosperm, einem Nährgewebe für den Keimling. Die drei Antipoden haben keine besondere Funktion. Der Embryosac ist vereinfacht dargestellt. Alle beteiligten Zellen werden mit einer Zellmembran gezeigt. Je nach Pflanzengruppe und Zelltyp können auch nur Zellkerne vorliegen, die nicht von einer Zellmembran umgeben sind. Das ist sogar der Normalfall. Manchmal kommen auch noch weitere, hier nicht gezeigte Zellen hinzu. Wir bleiben jedoch bei der uns vertrauten Darstellung. Der Embryosac oder weibliche Gametophyt ist jetzt vollständig entwickelt und bereit für die Befruchtung. Er ist eine vielzellige kleine Pflanze, die sich genetisch von der Mutterpflanze, dem Sporophyten, unterscheidet. Allerdings bleibt der Embryosac sein ganzes Leben vom Sporophyten umschlossen und wird auch von ihm ernährt, da er keine Photosynthese betreibt. Der männliche Gametophyt oder Pollen entwickelt sich im Innern der Staubbeutel. Ihr Aufbau wird im Querschnitt deutlich. Die Epidermis ist ein Abschlussgewebe und schützt die Strukturen im Innern. Die Faserschicht spielt eine Rolle beim Öffnen der reifen Staubbeutel. Das Konnektiv ist die Fortsetzung des Stiels oder Filaments und versorgt die Staubbeutel mit Nährstoffen. Das Tapetum kleidet den Pollensack aus und ernährt den Pollen während seiner Entwicklung. Der Pollensack ist das Mikrosporangium. Er erzeugt die Pollenmutterzellen, aus denen der Pollen hervorgeht. Sowohl der Pollensack als auch die Pollenmutterzellen sind diploid. Die Pollenmutterzelle durchläuft eine Meiose. In der ersten meiotischen Teilung entstehen 2 haploide Zellen. Nach der zweiten meiotischen Teilung liegen 4 haploide Zellen vor, die bei der Pollenentwicklung als Tetrade bezeichnet werden. Die 4 haploiden Zellen sind die Mikrosporen. Bei den Tieren wären diese Zellen die fertigen Spermien. Sie könnten weiter nichts tun, als eine Eizelle befruchten. Bei den Pflanzen hingegen entwickeln sich die Mikrosporen durch 2 Mitosen zu einem vielzelligen kleinen Organismus, dem Pollen. Erst der Pollen erzeugt die Spermazellen. Die Mikrospore bildet zunächst eine für Pollen spezifische Zellwand, die Intine, und teilt sich anschließend. Weil aus der ersten Pollenmitose eine große und eine kleine Zelle hervorgehen, ist es eine ungleiche oder inäquale Zellteilung.
Die große Zelle ist die vegetative Zelle. Sie hat die ganze Arbeit. Ihr Stoffwechsel steuert die weitere Entwicklung des Pollens, sie erzeugt die Energie und alle notwendigen Bausteine und nach der Landung auf der Narbe bildet sie den Pollenschlauch. Die kleine Zelle ist die generative Zelle. Sie wird die Spermazellen erzeugen. Die große vegetative Zelle umschließt die kleine generative Zelle und nimmt sie in sich auf. Das Resultat ist eine Zelle in der Zelle. Eine sehr ungewöhnliche Anordnung für Zellen. Die generative Zelle besitzt ihre eigene Zellmembran und ist zusätzlich von einer zweiten Membran umgeben, die von der vegetativen Zelle stammt. Als grafische Vereinfachung wird die generative Zelle meist nur mit einer Membran dargestellt. In Wirklichkeit sind es jedoch zwei. Zum Schluss kommt die Exine hinzu. Das ist eine äußerst widerstandsfähige Schicht aus Sporopollenin und schützt die Zellen im Innern vor Austrocknung und UV-Strahlung. Der Pollen oder männliche Gametophyt ist jetzt vollständig entwickelt und bereit für die Bestäubung.